So, Entschuldigung. Irgendwie so eine Bofrost-Tante. Was wollte ich denn jetzt? Jetzt hat er mich voll rausgebracht. Hat gefragt, ob sie Post hier reinwerfen darf. Nein! Jetzt hau ab, bevor ich die Hunde loslass. Oh. Virtuoses Gitarrenspiel genießen. Tja. Die hat mich jetzt echt ein bisschen rausgebracht hier. Die blöde Türklingel. Jerry macht zwar komische Geräusche, aber Jerry ist vielleicht besessen. Ein besessenes Meerschwein. Was war das? Ah, guten Tag. Ich glaube, wir wurden eingesperrt. Dafür ist die Puppe hier drin. Das ist ungünstig. Oh, es ist laut. Krass. Die Doge. Nicht die neueste Ausgabe der Doge. Hm. Wir müssen jetzt aber nicht Sensor spielen, oder? Muss ich jetzt Sensor spielen? Nee, hier. Mama, Papa, warum habt ihr uns nicht gesehen? Wir haben geleuchtet. Warum habt ihr uns nicht gesehen? Wir haben geleuchtet. Hallo? Das ist ja cool. Warum habt ihr uns nicht gesehen? Wir haben geleuchtet. Boah. Das ist aber hart. That's hard. Haus da drüben. Was machen die denn im Haus da drüben? So, mit Kerzen auffüllen ist jetzt erstmal nichts mehr. Wir haben nämlich keine mehr. Ich muss erst wieder welche suchen. Die Gruppe steht jetzt hier. Tja, uns geht so langsam das Licht aus, glaube ich. Langsam aber sicher.
checke mal die Aufnahmen zwischendurch. Ich habe nämlich gerade mal neu gestartet. Wie ich von einem Kollegen bei der Stadtverwaltung erfahren habe, sind gestern Abend nicht nur alle Telefone, sondern auch der Strom ausgefallen. Ja, ja. Ich hoffe nach wie vor, es gibt hier immer wieder mal ein bisschen was zum Nachfüllen. Sonst kriegen wir früher oder später ein kleines Problem. Es tropft hier der Wasserhahn. Mann! Lass die Luken dicht. Ich habe gerade keinen Durst. Vielleicht später. Die zieht sich hier pro halbe Stunde einfach so 4 Dosen weg. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt gleich nicht tropfen, du blöder Wasserhahn. Echt jetzt. Streichhölzer sieht noch gut aus. Oh, Batterien im Eiskühlfach. Aber die sind doch neu, oder? Ich mag kein Bier. Nee. Und hier waren auch noch Streichhölzer, ne? Jo. Den Zettel hatten wir. Vielleicht sollte ich doch nochmal gleich oben gucken. Im Schlafzimmer. Mann, du Blöde. Alles gut. Immer dann, wenn man nicht mehr damit rechnet, ne? Verdammte Axt. Ja, aber echt gut alles hier irgendwie weggezogen. Hier nochmal oben gucken. War das hier? Ja, hier war das doch. Das haben wir aber jetzt geschafft, ne? Mehr oder weniger. Ja. Na gut. Ist hier irgendwas erschienen? Noch ein Zettel oder sonst was? Zettel. Da. Haben die Kinder versucht, mit einer Taschenlampe auf sich aufmerksam? Mehrere Minuten. Vergeblich. Im Haus gegenüber? Nachbarn verreist. Ah. Mehrere Minuten. Nur Minuten? Woher wissen die das denn? Warum habt ihr uns nicht gesehen? Irgendjemand muss die ja gesehen haben dann. Uns kann auch die Zeitung darüber nicht berichten und die Kinder sind doch... Sind die nicht verschwunden? Wer hat denn darüber berichtet? Erklärung. 3 Uhr, noch 3 Stunden bis Tagesanbruch. Gut. Alle Schränke wieder zu. Wir brauchen Kerzen. Kerzen wären trischig. Streichhölzer ist gut. Streichhölzer ist echt gut. Guck mal, hier auch nochmal Streichhölzer. Kerzen wären nicht schlecht. Pferd. Amt. Taschenlampe schwächelt auch schon wieder ein bisschen. Waren hier nicht noch Kerzen? Nee. Aber es gibt noch reichlich Batterien. Das sollten wir schon über die Runde kriegen. Wie da zum Beispiel. Da können wir jetzt mal direkt nachladen.
Hier ist eine Kerze. Oh, der Zettel ist... Ist der neu? Ich weiß, wo du deine schmutzigen Filme versteckt hast, Frederick. Schäm dich nicht. Ich mache meine eigenen. Was? Was? Schmutzigen Filme versteckt hast? Will ich schmutzige Filme finden. Was zum Teufel? Was war das? Hat er uns hier eingeklebt? Alle Fenster verklebt. Die Tür auch? Nee, die Tür nicht. Hä? War das schon immer? Das ist Klebeband, oder? Nee, Holz. Alles vernagelt. Was ist denn das für ein Psycho-Clown, bitteschön? Oder dann schäme dich nicht, mach meine eigenen schmutzigen Filme. Die den versteckt haben. Was denn jetzt? Du wieder was verpasst? Haben wir noch einen Zettel jetzt hier? Schmutzigen Filme versteckt hast. Hat das jetzt überhaupt was mit dem zu tun, was wir machen müssen? Was ist das aber für ein Geräusch hier? Ist das jetzt Jerry oder ist das Stofftier? Jerry oder Stofftier? Stoff Jerry. Was? Na, auf jeden Fall sind wir jetzt. Ich habe schon 5 Ersatzteile. Meine Fresse, was ist das denn? Kaputt, ne? Würde ich direkt mal sagen, das ist kaputt. Tja, wir sind definitiv gefangen. Passierte aber hier beim Zettel. Den, das war der mit den Telefonen, ich erinnere. Schmutzigen Filme versteckt hast.
Versteckt ist doch eigentlich Garage und da sah es ja auch anders aus, ne? Wir müssen nochmal in die Garage. Wir müssen nochmal dringend in die Garage. Nicht. Jetzt bist du eines meiner Kinder. Du entkommst mir nicht. Wir wissen genau, dass sie das waren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie elenden Wichser zur Strecke gebracht haben. Hören Sie, es ist nur eine Frage der Zeit. Oh, Zeit? Ich habe eine Menge Zeit. Sie Verdammter, wir werden schon Hinweise in Ihrem verfluchten Eiswagen finden. Genauso wie dieses lächerliche Clownskostüm. Was ist an Clowns lächerlich? Kinder mögen Clowns und Eis. Manche von ihnen würden sogar dafür sterben. Sie machen mich krank. Wir finden ihr Versteck. Wir finden ihr verficktes Versteck, wo sie die Geschwister eingesperrt haben. Wo sie ihre dreckigen Scheißfilme drehen. Und dann kriegen wir sie dran, sie verfluchtes Dreckschwein. Was ist das bitte mit diesen Filmen? Was zum Teufel dreht der da für Filme? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es echt nicht wissen. Echt jetzt. Noch 2,5 Stunden bis Tagesanbruch. Na gut, na gut. Wir sind immer noch eingesperrt. Natürlich, warum denn auch nicht? Hier wären noch Batterien. Schon, da wäre ein Zettel irgendwie im Augenwinkel. Das so erkannt, aber war gar keiner. Haha. Huch, huch. So, jetzt heißt es wieder suchen. Letzten Raum hier unten können wir auch nochmal checken. Hier ist irgendwie noch gar nichts passiert, ne? Außer, dass mal die Bücher geschrieben. Hä? Mann, wieso verpasse ich immer alles? Dass hier die Bücher mal gestapelt waren. Aber das war jetzt hier nichts irgendwie Gedönsratiges, ne? Ich weiß, wo eure Kinder schlafen. Ach so. Er weiß, wo wir unsere dreckigen Filme verstecken. Alles klar. Ja, den kannte ich leider schon, muss ich ehrlich sagen. Der wurde mir schon mal im Vorfeld präsentiert. Bin immer gespannt, wie andere darauf reagieren. Die panisch ihren VLC-Player ausmachen. Schon Jerry ist so ruhig. Ist Jerry überhaupt noch da? Aber Jerry sitzt sicher in seinem Käfig.
Was macht hier dieses Geräusch? Ich hab doch gesagt, die ist ekelhaft, diese Puppe. Ich hab's euch doch gesagt, die ist ja richtig ekelhaft. Igitt.